herzlich willkommen hier in meiner Küche. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid und bei meinem kleinen Filmchen zuschaut. Ich wollte heute was Besonderes kochen, finde ich auf jeden Fall. Und zwar habe ich hier ein Porree und dann habe ich gedacht, machst du Kartoffeln mit Porree und Kassler Kotelett. Ich denke, jetzt habe ich hier schon wieder eine blöde Fliege, die sind aber auch frech. Ja, ich denke, ich hole euch mal etwas näher dazu und zeige euch dann die Zutaten, die wir dafür brauchen. So, die Zutaten. Wir brauchen einmal ein Porree, Kartoffeln, Pfeffer, natürlich Salz, Milch, Stärke, Brühwürfel, Kassler Kotelett, etwas Salz, hatte ich vielleicht schon erwähnt, und Löwensenf oder Senf mit Körnern. So, als erstes schneiden wir den Porree. Kann man, ja. Und zwar in Scheiben. Ich schneide den einmal so durch und dann in Scheiben schneiden. Dann kann man den natürlich besser waschen. Nochmal das Wasser abgießen. Also Porree ist gewaschen. Und jetzt ist mein Thermi ausgegangen in der Zeit. So, weiter geht's. Wieder angemacht, rausgesucht. Porree-Gemüse mit Kartoffeln und Kassler. So heißt das Gericht. Solltet ihr das nachmachen, integriert in dem Cookie-Doo. Ich habe hier einmal schon heißes Wasser und das mache ich auch jetzt rein. Und zwar braucht ihr 500 Gramm Wasser. So. Ist ein bisschen mehr geworden jetzt. Gebe ich mal eben aus. So. So, natürlich 57 Gramm Kartoffeln in Würfel geschnitten. Ich habe heute nicht so viel Kartoffeln. Einmal eine Gemüsepaste oder Brühe, das muss vorher rein, habe ich ganz vergessen, einen gehäuften Teelöffel. So, jetzt geht's weiter. Gareinsatz einhängen, Kartoffeln reinmachen, einwiegen und wir schließen. Warum wir mit unserem Porree-Gemüse, was wir ja schön in Scheiben geschnitten haben, drauf und der Porree rein, verschließen den Varoma und das geht für 13 Minuten Varoma auf Stufe 1. Ja, die Sachen bleiben hier, die brauchen wir gleich noch. Kassler Kotelett kommt nachher noch oben drauf. Und wir haben unser Essen rucki-zucki fertig heute. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Jetzt geht's weiter. Und zwar erstmal hier so ein bisschen leiser machen. Als nächstes kommt unser Kassler hier in dem Einlegeboden. Und wir nehmen einmal den Deckel. Es wird verschlossen. Und oben drauf setzen. Und das geht dann für 12 Minuten. Warum? Stufe 1. Sehen wir uns gleich nochmal wieder. Also ich habe das Rezept schon mal gemacht und ich kann euch sagen, es schmeckt hervorragend. Also super, super klasse. Alles fertig. Wir nehmen das jetzt einmal runter. Varoma. Und damit das warm bleibt, decke ich das immer schön mit dem Trockentuch ab. Ja, und stelle das dann erstmal an die Seite. So, hol natürlich die Kartoffeln raus mit unserem Spatel einmal. Ja, es sind heute ein bisschen wenig Kartoffeln, aber irgendwie wird es schon reichen. So, schließen den Topf, stellen das auch an die Seite, damit das schön warm bleibt und machen uns jetzt an die Soße. Und zwar muss das einmal der Mixtopf ausgeleert werden und die Soße fangen wir natürlich auf. So. Kartoffeln
in Kassler kommt in warm halten, das haben wir gemacht. 250 Gramm von der Soße. Ich nehme etwas weniger, weil so viel Soße brauche ich nicht. Ich nehme dann mal 125 Gramm. Das müsste vollkommen reichen. Dann kommen noch 350 Gramm Milch rein. Ich mache, wie gesagt, wieder die Hälfte. Nehmen wir dann eben 175 Gramm. So, das reicht wohl. Ups, ja. Meistens habe ich dann immer so viel Soße übrig und das ist viel zu schade, dass man das dann wegschmeißt. Deswegen lieber etwas weniger machen und das reicht dann auch. So, einmal 15 Gramm. Ja. So, dieser Senf ist auch nicht so scharf. Da werde ich vielleicht gleich nochmal etwas Pfeffer mit reinmachen. So, ein halb Teelöffel Salz. Ach ja. Und natürlich hier etwas Pfeffer. So. 30 Gramm Speisestärke. Ich nehme 15 Gramm Speisestärke. Ja, das sind meistens so mal 3 solche Teelöffel. Ne, das sind schon 2 Teelöffel. Ja, die waren aber auch sehr, sehr voll gewesen. So, weiter geht's. Wir schließen einmal unseren Mixtopf. Und das geht für 5 Sekunden. Einmal auf Stufe 5, damit einmal alles verrührt, verschlagen. Damit es keine Knöllchen gibt. So, und dann lassen wir das jetzt nochmal. Deckel drauf lassen, nochmal 4 Minuten 100 Grad auf Stufe 2. Ich werde die ganzen Zutaten wieder alle unterm Filmchen schreiben, auch die Minutenzahl, alles so wie es gemacht werden soll. Solltet ihr das mit mir zusammen kochen, dann holt euch alle Zutaten hin und dann machen wir das gemeinsam. Macht auch Spaß. Ich habe das auch schon oft so gemacht und ist immer ganz schön. Ja, ich denke, wir sehen uns dann gleich wieder. Eben ein bisschen aufräumen. Bis gleich. Ach, ich wollte euch noch einen Tipp geben. Wenn ihr hier so Packungen auf habt, ja, das passiert ja oft, dass man, wenn man das dann schließt, dann kommt ja dann trotzdem irgendwie manchmal noch was raus oder so. Ich mache das immer so, dass ich hier eine kleine Wäscheklammer habe, ja? Drehe das zweimal um und dann schließe ich das mit einer Wäscheklammer hier. Sie ist immer super, also geht gut. Das nur mal am Rande. Ja, noch was mal so am Rande, das ist ja noch am Kochen hier. Ich stelle das mal an die Seite. Ich habe nämlich heute Morgen Brot gebacken mit meinem Liebe Tomate wieder. Habe das vorgestern gefüttert, gestern nochmal gefüttert und gestern Abend den Teig gemacht, heute Morgen dann gefaltet. Alles. Und dann will ich euch immer eben zeigen, ich müsste jetzt, ich weiß selber nicht, wie er aussieht. Also, ja, super. Ja, zeige ich euch mal eben. Ich lasse den aber noch ein bisschen brauner werden, das heißt, ich stürze den einmal. Oh, das ist schon braun genug. Aber nur mal ganz kurz noch. Für eine Minute. Ja, das nur mal nebenbei, wenn ihr noch mal Brot machen wollt, dann schaut auf mein Rezept, was ich ja auch verfilmt habe. Ja, heute habe ich es mal ein bisschen anders gemacht, aber ist ja nicht. Ist ja egal. So, Essen ist fertig. Hier einmal die Soße. Ich habe die probiert, die schmeckt wunderbar, also wirklich super klasse. Hab den Teller auch schon hier aufgefüllt, euch das mal so zu zeigen. Und der Porree kriegt einen richtig tollen Geschmack durch den Kassler Kotelett. Der Saft läuft ja nach unten und dadurch kriegt das so einen ganz besonderen Geschmack. Also wirklich super toll. So, ich will mal für euch probieren. Und nur
so ein bisschen. Ja. Ich hoffe, ihr könnt das auch so sehen. Ich weiß das gar nicht. So. Heißt, ich habe hier eine Fliege, die regt mich so auf. Jedes Mal, wenn ich mit der Fliegenklatsche dran gehe, dann ist sie wieder verschwunden. Ganz, ganz weich. Curry? Auch. Super lecker Kartoffeln. Ja, ein Rezept. Ging richtig zügig. Ich sag euch jetzt mal. Moment, jetzt gehe ich erstmal hier wieder weiter. Jetzt bin ich ganz raus. Ich wollte euch sagen, wie lange Wochenplaner. Kein Problem. Ein zurück. So. Was steht denn da? Also. 25 Minuten vorbereiten, Kartoffeln schälen und alles. Und insgesamt eine Stunde. Ich denke, man hat schnell gekocht in einer Stunde. Es geht rucki zucki. Ich schreibe es aber unterm Filmchen auch nochmal unten drunter, wie lange es gedauert hat. Ja, ich möchte mich verabschieden. Ich hoffe, mein Filmchen hat euch gefallen, wie immer, denke ich. Und kocht es mit mir zusammen nach. Ich würde mich freuen. Daumen hoch sowieso und wir sehen uns wieder beim nächsten Rezept. Tschüss!